Sport ist ein Spiel der Leidenschaft und lustiger Erlebnisse. Die Balljungen und Mädchen spielen dabei eine wesentliche Rolle für den reibungslosen Ablauf vieler Spiele. Natürlich kommt es dabei auch immer wieder zu lustigen Momenten und Fällen. Nummer 20. In einem Tennisspiel schickt der Aufschläger den Ball zum Gegner. Als der Ball zurückkommt, fliegt er jedoch zu weit. Der Balljunge am Ende des Platzes fängt den Ball direkt mit der Hand auf, nimmt aber sofort seine Position wieder ein, wodurch es ziemlich komisch aussah. Nummer 19. In diesem Video sehen wir einen Abstoß in der letzten Minute eines Fußballspiels. Der Torwart geht hinter dem Pfosten, um den Ball rechtzeitig für einen schnellen Wiederanpfiff zu bekommen. Er kann jedoch den Balljungen nicht sehen und schreit weiter auf lustige Weise herum, um den Ball zurückzubekommen. Nummer 18. Ein Balljunge, der neben dem Mittelfeldnetz hockt, fängt den Ball schnell auf, nachdem der Ball von einem der Tennisspieler in seine Richtung geschickt wurde. Zuvor gab es einen falschen Aufschlag, weswegen einer der Tennisspieler den Ball ins Aus spielte. Nummer 17. In diesem Video gibt ein Balljunge einem Tennisspieler mehrere Bälle. Dieser wählt einen Ball aus und schickt die restlichen zwei wieder zurück. Der Balljunge rennt, um die Bälle aufzusammeln, danach stolpert er aber und rasselt voll gegen die Wand. Schnell steht er aufrecht, als ob nichts passiert wäre. Ace count into double figures for the Spaniard. Nummer 16. In diesem Video steht der Balljunge hinter dem Tennisspieler. Der Ball prallt auf das Spielfeld und geht zum Rücken des Spielers hinaus. Der Balljunge ist zur Stelle, um den Ball in der Luft aufzusammeln und dem Spieler schnell zur Verfügung zu stellen, damit er das Spiel neu beginnen kann. Nummer 15. Dieses Video zeigt das Spiel zwischen Cuevas und Nadal. Cuevas versuchte aufzuschlagen, als er eine Motte auf dem Platz sah. Während er noch einen Blick drauf wirft, kommt der Balljunge an und versucht, das Tier zu fangen. Die Motte bewegt sich weiter und erschreckt den Balljungen zur Belustigung des Publikums. He's found some bug on the floor. They've been a feature of the last few nights. Oh dear. That ball boy just lost his street cred. Nummer 14. In diesem Video ist ein Balljunge zu sehen, der versucht von einer Seite des Spielfelds zur anderen entlang des Mittelfeldnetzes zu laufen. Er fällt jedoch hin, während er über den Platz rennt und bringt damit jeden zum Lachen. Ein ziemlich komischer Moment für die Zuschauer. Nummer 13. Nach einem Spiel zwischen Andy Murray und David Goffin sieht man Murray, wie er sich hinsetzt und eine gekühlte Flasche Wasser nimmt. Nachdem er einen Schluck getrunken hat, lässt er die Flasche zwischen seine Beine fallen. Ein Balljunge wirft jedoch einen Ball, der versehentlich die Flasche trifft, so dass das Wasser auf Murray fällt. Okay.
Nummer 12. Während eines Tennisspiels sieht der Balljunge, dass Foligini schwitzt und stellt ihm ein Handtuch zur Verfügung. Er spannt das Handtuch in Erwartung des Empfangs durch den Tennisspieler. Traurig muss er jedoch feststellen, dass er in der Ignore-Zone des Tennisspielers feststeckt. Nummer 11. Nach einem Tennisspiel setzt sich Maria Sharapova hinter dem Platz hin. Der Balljunge eilt hinunter, um ihr einen Regenschirm über den Kopf zu ziehen. Er stolpert jedoch und fällt knapp hinter die sitzende Maria, wahrscheinlich aufgrund seiner Nervosität. Nummer 10. In diesem Video schlägt ein Tennisspieler den Ball auf. Es handelt sich um einen fehlerhaften Aufschlag, der nicht gestoppt wird. Der Ball landet um die Leistengegend des Balljungen, der hinter dem Gegner steht. Er versucht seine Position zu halten, aber später beugt er sich vor dem Schmerz, sodass die Spieler zu ihm eilen. Nummer 9. Ein Tennisspieler wirft einen Ball an die Vorderseite der Tribüne, nachdem er den Ball ausgewählt hat, mit dem er aufschlagen will. Der Balljunge stürmt in Richtung des Platzes, um den Ball zurückzuholen. Beim Versuch, über die Barrikade zu springen, vertut er sich und fällt vor den Augen der Zuschauer hin. Nummer 8. In diesem Video wird ein stehender Balljunge gezeigt, der den Regenschirm für den Spieler Novak Djokovic hält. Der Tennisspieler fordert den Balljungen auf, sich neben ihn zu setzen, er bietet ihm ein Getränk an, nimmt den Schirm von ihm entgegen und hält ihn für die beiden. Sie stoßen an, während sie unter dem Regenschirm trinken. Nummer 7. In diesem Video treten die Tennisspieler einen Schritt zurück und agieren als die Balljungen. Die Balljungen und Mädchen dürfen den Platz mit einem Doppel übernehmen. Aufgrund ihres Amateurstatus ein lustiger Anblick. Ну вот решил отдохнуть. Пока нет, поработать. Играть не будет никто сейчас из тех, кто должен был вообще. Nummer 6. In diesem Video sieht man Novak Djokovic, wie er versucht, seinen Rücken und seine Hände zu dehnen. Es scheint, als könne er dies nicht ganz alleine schaffen, also ruft er den Balljungen, damit er ihm hilft, seine Hände nach hinten zu halten, während er seinen Rücken komisch streckt. Nummer 5. Es sind die letzten Minuten eines Fußballspiels. Der Balljunge versucht, den Ball festzuhalten, um den Spielfluss zu unterbrechen. Doch der Gegner, der die Ecke machen will, hat nichts davon. Er stößt den Balljungen zu Boden und nimmt den Ball. Nummer 4. In diesem Video gelingt dem Tennisspieler ein Punktgewinn. Im Eifer des Gefechts freut er sich und reißt die Fäuste in die Luft. Der Balljunge hinter ihm erschreckte sich dabei jedoch gewaltig.
Nummer 3. Bei diesem Basketballspiel war die Mannschaft im Ballbesitz. Die verteidigende Mannschaft bekam plötzlich einen Steal, der zu einem schnellen Konter führte. Dummerweise wischte in der anderen Hälfte ein Balljunge gerade den Boden und flüchtete in Windeseile vom Platz. Nummer 2. In diesem Video ist ein Fußballjunge zu sehen, der während eines Champions League Spiels versuchte, den Ball mit Hilfe von Verzögerungstechniken festzuhalten. Er nimmt den Ball auf und lässt ihn dann absichtlich in eine andere Richtung fallen, während er Unwissenheit vortäuscht. Er wirkt jedes Mal, wenn er versucht, den Ball aufzuheben, komisch. Nummer 1. Bethany Maddox Sands steht mit einem Tennisschläger in der Hand an einer Wand. Ein Junge, der neben ihr steht, kann sich dabei nicht verkneifen, hemmungslos auf ihren Körper zu starren. Danke fürs Zuschauen. Gib uns auf jeden Fall den Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat. Vergiss auch nicht, AlphaLoop zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!